Hi, willkommen zu einem neuen Video. Danke fürs Zuschalten. Heute ist mal wieder so ein Thema Mech-Mod oder Skronka-Mech-Mod. Da habe ich mal eins rausgesucht. Den hier. Nicht wundern, dass das gelöscht hat. Das sind jetzt die Deckel, weil die halten nicht. Da muss nämlich erst ein Akku rein und dann sind hier Magnete, die dann auch dann festhalten, dass es zu ist. Wie immer, war das die Maschine. Jetzt kann ich den ihn rausholen. Das hier, wo die Batterie reinkommt, das ist praktisch der Feuerknopf, der dann gegen dieses Metall da oben gegendrückt, dadurch Stromkreis geschlossen und er arbeitet so wie er soll. Es hat 15er Anschluss. Skronka Flasche, das ist wie so eine Silikonflasche und der Feuerknopf Kupfer. Nachteil, den werde ich mal umbauen. Der heißt Icarus Style Skronka. Leicht zu merken. Der war preiswert. Ich habe es festgestellt, bei Dauerbetrieb, hier der Ring oben, der da, da hat manchmal Probleme, wenn das Metall gegenstößt. Man sieht das Schwarze da. Da gibt es immer leichte Funken. Dadurch tut er auch manchmal aussteigen, weil das dann hier sich abfärbt hier oben, schwarz wird, da hat er kindrischen Kontakt. Auch da werde ich mal probieren, dass man sieht, dass er hier, dass er da oben, jetzt ist der Tüll runtergefallen, sehr schwarz ist. Das ist praktisch die Skronka-Nadel. Ja, das war ein Kick, was hingefallen ist hier. Ja. Gehe wie ganz weg. Wie gesagt, so ist es zwar eine schöne Maschine, aber Nachteil nach ein paar Mal benutzen, dass er halt nicht richtig arbeitet, weil er durch diesen Kontaktschwierigkeiten dann kriegt, dass er so irgendwie misst. Man müsste da, so weit ich das machen, oben einen größeren Ring reinmachen, dass es mehr Fläche ist, am besten aus Kupfer. Oder hat noch was da? Mal aufgemacht, da hat er besser Kontakt und dann hoffe ich mal, dass sie wunderbar läuft. Ja, mal versuchen. Ich werde mal ganz kurz mal den Ring wieder aufheben. Ich bin dann gleich wieder zurück, ja. Also ich will mal das mal probieren im Betrieb. Sind gleich wieder. Nicht wieder Stift gefunden oder den Nippel, den Ring. Jetzt werde ich mal schnell zusammenbauen. Also wirkt damit etwas sehr instabil. Das war so klar hier, das ist wieder der berühmte Vorführeffekt. So. Leck mal, zack, zack. So, Akku drin, 18650er Akku, der 5A mit 35 Ampere. Jetzt werde ich mal aufpassen, wie rum der Deckel kommt. Mal gucken, so ist es nicht falsch. So. Zack, zack. So, Loch noch da. So. Selbstverkette.
Da ist ja, wie gesagt, die Skronkerflasche zu sehen, wo man da drauf drücken kann, um hier hoch zu skronkern. So, und hier, wie man sieht, wenn der Akku drin ist, ist er sehr robust. Dank der Magnete, der sich am Akku praktisch festsaugt. Ja. So, eine wunderbare Geschichte. Das heißt, werde ich mal probieren, ob das funktioniert, weil, wie ich schon vorhin erwähnt habe, halt manchmal Kontaktschwierigkeiten. Und direkt mal sehen. Ob es funktioniert. Man sieht man nichts. Ach man, das. Erstmal wieder typisch. Ich glaube, ich muss da doch noch ein bisschen mal umbauen. Oder sogar. Ach. Wenn er zusammengebaut ist, ist das schön, das ist sehr robust. Wir uns mal anders von mir. Angucken. Bum, bum, bum. So, wie man sieht, ich muss ihn nochmal umbauen hier. Das hat den Nachteil, wenn man in dem Fall scheiß Style oder Clones kauft, ja. Darüber komplett umbauen. So eine Maschine ist wunderbar, aber wie gesagt, halt die Schwierigkeiten mit diesen Kontakten da oben. Das ist immer so schwierig. Ah, ist nicht immer das Geile von mir. Schade, schade, schade. Ja. Wie gesagt, dies war klein und süß, aber jetzt eine Empfehlung, weiß ich nicht, eher nein sagen, lieber Finger weg. Es gibt ja bessere Modelle, so wie ihn hier, den Rabbit, da ist er so, wirklich so schön, der hat oben eine große Fläche, wo er sich polieren kann, man sieht da, an der Mutter ist ein kleiner Metall, ist eine breite Fläche. Und der Stab hatte ich, Alter, der berührt und schon läuft das wie eine Eins. Da hat noch nie Schwierigkeiten gehabt. Ist, wenn man sowas kauft, preiswert, drauf achten. Da kann ich empfehlen, der war genauso teuer wie er hier, aber hierbei unzufrieden. Leider, Daumen runter, tut mir leid. Mich so gefreut, aber naja, ist auch Müll mit bei, scheinweise. Ich werde das Ding mal umbauen und irgendwann, wenn das dann wieder einmal einigermaßen funktioniert, dann melde ich mich wieder und dann kann ich ein paar Tricks zeigen dann. Ja, das war es erstmal von mir heute. Danke fürs Zuschalten und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Am besten zum nächsten Video, würde mich freuen. Bis dahin nochmal behaupten, schönes Wochenende oder schönen Tag noch, schönen Abend, wie auch immer. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, gut Dampf und tschüss.